Jo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ranjim. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir haben in der letzten Folge einen neuen Pack bekommen von Crow Hogan. Und das will ich jetzt auch machen. Ich hoffe, dass er. Ich hoffe, er hat nur noch. Er hat alle Schwarzbügel hier drin. Ich hoffe mal. Hundeschule, okay. Aber wir sehen nichts von Schwarzbügel-Deck. Alles klar. Vielleicht die oben links da, aber. Okay, hier, aber die ist unten dick, weil wir die nicht brauchen für Schwarzbügel-Deck. Nordische Arzt. Nein, aber wir machen immer 5 Packs jetzt auf, weil ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich muss mal wieder mal ein bisschen farmen gehen. Aber wenn das Spiel mal wieder ein bisschen besser gehen würde, weil es läuft gerade nicht so perfekt. Also das läuft ein bisschen zu langsam für mich. Ich verstehe nicht warum. Laval-Wall-Kette, nice. Könnten wir noch 5 aufmachen? Aber wir könnten auch noch 5 Boost Packs noch aufmachen. Oh. Ja, okay, für so Anfangsdeck kann man die schon auch reintun, die auch. Und die eine da. Wir machen dann, bis wir noch 10.000 haben. Die ist gut, die ist auch gut. Bin die eigentlich nicht so. Okay. Achso, hier gibt es Nordisch. Nordisches Aszendent Valkyrie. Valkyrie. Okay, interessant. Nicht so gut, gefällt mir nicht. Also ich würde echt wünschen, wenn man mehrere Packs auf einmal öffnen könnte. Aber das macht man eigentlich auch nicht. Oh, Naturgebarkion. Genau das, was man für das Nein, was habe ich für 6 Samurai Deck gebraucht? Genau für 6 Samurai Deck gebraucht. Na, Balbakette, okay, wir ziehen sie einfach mal wieder. Und das ist das letzte Pack. Weißt du, was wir jetzt ziehen? Ich würde ziehen, was Gutes. Oh, die Waffen. Also, ja, okay, die könnten wir sogar spielen. Ich finde die zu geil. Ich finde es so geil, dass ich halt die Matte von dir habe. Das sieht echt geil aus für dich, die Matte. Und natürlich unser Deck Abwehrratte. Was? Das ist eine Ratte, okay, alles klar. Wenn das eine Ratte ist, dann bin ich keine Ahnung was. So, mal sehen, was wir jetzt machen. Okay, wir haben gar nicht so stark gezogen. Was hatten wir? Okay, dann setzen wir das erstmal ein. Ich hätte echt gerne Shadow Mist, aber ich weiß nicht, wo man die zieht. Der schwere Moment hätte ich auch gerne für das Deck. Ich war sogar echt überlegen, in dem Deck Ding zu spielen. Mit Brilliant Fusion vielleicht eventuell, aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Der Goldfisch. Ich glaube, wir greifen ihn erstmal ganz normal an. Er hat nichts. Das hat bestimmt so lapp. Die Karte ist echt uralt. Also die ist echt ziemlich alt, würde ich sagen. Müssen wir auf den See gehen und wir gehen auf den Layer. Mit dem und mit dem. Wir hätten natürlich noch viel, viel mehr Damage reinballern können. Das wären dann, glaube ich, überlegen, ca. 3000 Damage mehr, aber tatsächlich, was bringt das? Ich muss überlegen, ob das bringt, ob das was bringt, dass man jetzt alles raus, also rausnimmt, also alles spielt, was man spielen kann. Wenn man OTK geben kann, ist okay, aber wenn man es nicht kann, dann sollte man es nicht machen. Und man weiß ja nie, was der Gegner hat. Mit dem warte ich jetzt ein bisschen noch, weil ich will ihn jetzt nicht gleich aktivieren. Beispiel könnte jetzt den Monster mit 2000 Death haben, hat er nicht, zum Glück. Affenwaage. Aha, okay, kann ich als Prüfung beschworen werden. Das sind die lächerlichsten Effekte. Kann ich als Spezialbeschwörer beschworen werden? Außer du hast diese Karte.
Der Karte, dieser Typ ist von der Lappen, das ist echt schlecht. Jetzt haben wir reingekehrt. Hat er da? Aha. Hast wohl verkackt. Und ich hab gewonnen. Es freut mich, dass ich gewonnen habe. Herausforderungsdeck. Signaturkarte, okay. Aber was bringen mir diese Signaturkarten? Verstehe ich nicht. Oh, die ist nicht schlecht. Ich spiele mein Geschichtsdeck. Manchmal, komm. Machen wir mal das so. Wir hätten es vielleicht am Anfang machen sollen, mit Geschichtsdeck zu spielen, aber jetzt habe ich ja. Spielen wir halt mit unserem normalen Deck, aber ich mag Schwarzblüte oder 6 Samurai. Oder Metall. Mit denen könnten wir eigentlich als Geschichtsdeck eigentlich spielen. Ich spiele als zweites. Es geht hier so langsam, es ist der so nervig, ey. Was sind der Schwarzflügel Elfin? What the fuck? Ich muss echt mal den Fact lesen. Boah, ich glaube stärker, das ist ein Spasti. Vielleicht kenne ich mit dem Deck jetzt nicht so gut aus. Was bringt uns auf den Friedhof am meisten? Ne? Ich weiß es gar nicht. Nee, das bringt es mir, wenn er auf Friedhof ist. Ich aber den dann jetzt auf Friedhof. Kann natürlich den Effekt jetzt aktiviert. Warte mal, habe ich, wenn diese Karte kurz. Weil du eine Chance benutzt und. Darf ich diese Karte. Was habe ich, ist das ein Fänger? Nee, ist. Da kann der Pfänger Schwarz spielen. Doch, ein Pfänger, warte, ich habe 3, 7, habe ich 7er Pfänger? Das ist Stufe 7. Besser. Okay, dann können wir das jetzt machen. Ja, okay, ich halt Schaden, ist mir egal. Das auf Sinn gehen. Der Waffenmeister. Wer ist der Schwarzflügel? Ach ja, irgendwas mit Waffenmeister. Schwarzflügel Rüstungsmeister, genau, und da gibt es auch einen Waffenmeister. Wird natürlich andersrum anders wie viel mehr Damage machen können. War gerade ein bisschen strategisch nicht so klug. Was macht denn der überhaupt? Ah, ohne Tribute beschwören, okay. Scheiße, ich wusste gar nicht, was der Effekt macht. Es wird aufgedeckt. Ah, cool. Wir werden noch mehr Damage machen. Macht der? Nicht du kannst, okay. Irgendwas, da kann ich irgendwie nicht durch Kap zerstört werden oder was ich was. Schwächtig. Also wenn er jetzt nichts hat, hat er jetzt verloren. Okay, wir haben jetzt gewonnen. Yeah, wir haben Dwelga oder wie der heißt, zerstört. Kartenpreis und das ist alles Scheiße, was ich bekommen habe von ihm. Schlecht.
So, das ist jetzt. Nehmen wir mal nochmal das Geschichtsdeck. Aber wir werden wenn wir einmal verlieren, habe ich keine Lust mehr. Das ist eine neue Karte hier. Finde ich cool, dass sie halt auch hier die neuen Karten reinbringen. Ich glaube, dann gibt es auch regelmäßig Updates. Ja, man kann sich auch solche Packs nicht kaufen. Kommt das, also ich weiß nicht, was es ist. Man kann sich da irgendwas kaufen, so DLCs in dem Spiel, aber ich weiß nicht, was es mir bringt. Ich glaube, 5 Euro kostet pro Stück, aber was bringt es mir? Muss man später mal lesen, was es bringt, wenn ich mir so ein DLC mir überhaupt kaufe. Genau. Oh, wir haben Stimmen im Deck. Achso, ich bin dran. Ah, wir haben nur Gerümpel synchronisiert. Was haben wir noch? Was ist gerade gekommen? Was setzen wir jetzt ein? Was haben wir für Synchromonster? Gucken wir mal nach. Sternstoppdrache dreimal. Oh, wir haben dreimal Majestätssterndrache. Interessante Karte, muss ich sagen. Ja, nein, ich will den Effekt nicht aktivieren. Jetzt wird es mich die ganze Zeit fragen, willst du den Effekt jetzt aktivieren? Oh, ewig Infernal. Ach stimmt, der hat ewig Infernal. Deck. Haha. Also irgendwas mit Effekt. Falls diese Karte Monster jeden angreift, erhält diese Karte nur wenn der Deck entführt. Also falls diese Karte. So, Stufe 2, okay. Wir können uns auch auf Synchro-Spieler gehen. Da können wir sogar Special wie. Also keine Special, okay. So schnell schon können wir gehen. Ja, Schaden. Nein, Impulse begrenzen. Spielmarke, scheiße. Natürlich will ich wiederholen. Beim Beton. Synchro! Rumpelkrieger. Power 3, 2, 8, klar. Was macht das? Also, ist gerade nur, wenn der Diener ein Monster bestimmt beschwören muss, der schon viel Link hat. Ja, irgendwas macht das. Sehr schön zu wissen. Verstärkung. Also, Verstärkungsziel ist echt nicht schlecht. Oh, beschwört er noch mehr? Oh, scheiße, er beschwört er noch mehr. Adapter, okay. Ah, mein Zertor soll ein Partikel hier lappen. Mit 2-3 hatte ich da. Das bringt mir nichts, wenn ich den jetzt beschwöre.
Zum Glück hat mein Gehirn bekriegt ja über 289k, sonst wäre ich jetzt richtig am Arsch. Oh scheiße. Da willst du beide? Okay. Ein 2 hat es. Nein! Das wollte ich überhaupt nicht machen. Den doch in Angriff, hätte er noch mal Schaden bekommen. Scheiße. Bitte kein Synchro, sonst bin ich dann am Arsch. Oh je. Ist das ernst? Nein, bitte nicht. Achso, jetzt zerstört mein Motto, darf nochmal beschwören. Was ist nicht wie es. Achso, das Deck hat da gar nichts, ganz ehrlich. Was soll ich mit dem Schrottdeck machen, Mann? Richtiger Bullshit, das Deck. Wow, ich hab die Salon. Und weiter? Mehr habe ich auch nicht. Wow. Boah, das wird 288, Alter. Landform, was holt er sich? Ja, dieselbe Karte. Ewige Flagge, ja, okay, es geht synchro, scheiße, ich bin richtig am Arsch. 100-euriger Drache. Also, wenn ich jetzt nichts mache, kein Giki oder Schwarzkopf ziehe. Ah, okay, ist nicht schlecht. Warte, 3, 7, 8. Boah, ich bin echt voll bis ich drücke. Wir können jetzt ein wunderbares Monster rufen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Mal sehen, was macht er? Sieht er nicht? Ist eine Stärkung, tut halt nicht. Scheiße, er hat 10 Stufen. Oh, scheiße, es geht dann gar nicht. Bei die beiden Stufe 8, wenn dann wird es gehen. Da wird es einfach ganz normal. Die 3 machen wieder zu dem. Aber Stärkung nachher bringt uns gerade gar nicht. No. Ich glaube, wir werden den Kampf sogar verlieren. Sieht danach aus, dass wir den Kampf verlieren. Darauf habe ich eigentlich echt keine Lust, den Kampf jetzt verlieren. Komm rein, Giki oder so. Mal sehen, vielleicht wird's doch was, aber 3000 ATK, wie soll ich denn da drüber kommen? Da muss jetzt immer eins entfernen. Wow, das bringt ja jetzt gerade echt viel. Gute wäre, wenn er die ganze Zeit die minus 1080k bekommen würde. Das könnte sogar mal eine Rettung sein. Aber wir haben nichts zum Synchronisieren oder so. Also ich würde es jetzt nicht überstürzen. Oder halt beim Monster zerstören. Kein Problem.
Wer beginnt finaler Racer? Ich setz mal einmal sehen. Fuck. Wieso muss er noch eine Karte aktivieren? Einsetzen. Wow. Weißt du noch übrigens finaler Zwerg? Nice Karte. Oh, da hat nix. Was am meisten ATK hat. Schon mal das hier. Abstimmgeschirr. Oh, das ist Empfänger. Perfekt. Hey. Gerümpelsynchronisierung. Ah, fuck. Hier geht's natürlich nicht. Ah, da hat natürlich was. Da mal sehen, da ist der Gegner jetzt dran. Boah, ich sehe, die Folge geht schon 22 Minuten lang. Schon heftig. Wow, da bin ich jetzt 100 Schaden gegeben, yeah. Die ist echt gut, die Karte. Nein, zerstört mein Monster, oder? Nein, zerstört nicht. Ja, jetzt nur Synchro-Game. Die Inneren dürfen noch eine Karte ziehen durch Abstimmgeschirr. Oh, wahrscheinlich ziehe ich die noch nach. Wahrscheinlich, schaut mal Leute, jetzt kriegen wir das Bosswurz heraus. Alles klar. Ich kann es nicht glauben, dass wir das wirklich geschafft haben. Bam, majestätischer Sternendrache. Das müssen wir trainieren, ansonsten sind wir uns immer tot. Wenn wir ein Monster aktiviert, wenn wir hier sind. Ich weiß nicht, warum alles zerstört wurde, aber egal. Hauptsache, wir werden das hier noch gewinnen. Auch wenn die Folge 45 Minuten lang gehen wird. Oder eine Stunde. Das ist ein hartes Duell. Das sind Duelle. Basis-Effekt wird sich aktiviert, scheiße. Wir können auf 8er gehen, aber wie kann das machen?
Oh, das wird so lang dauern, das Duell. Egal, wir durften vorhin dafür alles zerstören, also es hat uns ein bisschen. Ah, nicht diese Karte. Da werden wir gar nicht rüberkommen. Okay, wir haben doch eine Karte, wo wir rübergehen können. Jetzt setze ich die ganze Zeit den Pack ein, ich dachte schon. Oh, Stimmen haben wir. Nein, wir haben kein Ding. Halt. Ey, wir sind so viel auf Single gegangen. Ist ja der Wahnsinn. Wir haben noch 50 Karten im Deck. Nein, scheiße, ist ja long. Ah, fuck. Damals war das echt das beste Synchro-Monster. Ey, ich glaube, warte, wer wird zuerst verlieren? Der Gegner wird dann zuerst verlieren, wenn wir nur noch 50, also, weil wir haben 15 und 14 Landformen bezahlt. Nein. Ja, doch besser für uns, weil er sucht ja was. Wir hätten nochmal das Monster rufen können. Ah, nicht schon wieder die Animation, die will ich gar nicht sehen. Also bei mir ist echt unterschiedlich, wie lang die Folgen sind. Mal sind die kürzer, mal länger. Also ich sehe halt so, okay, ja, wir haben schon 40 Minuten aufgenommen. Wenn wir noch was machen, wird es noch ein bisschen länger dauern. Also ich jetzt auf, ich habe jetzt keinen Bock. So mache ich das. Hey, wir ziehen echt nur Monster mit. 0 ATK mit 0 A. Oh nee, es wird die ganze Zeit diese Animation zeigen, das will ich gar nicht sehen. Ja, die Folge kann echt 45 Minuten lang gehen. Das habe ich echt nicht gedacht, dass es so lange gehen wird. Tut mir echt leid. Meine Freunde. Wir haben den gerade gezogen. Ah, oh, okay, wir können jetzt direkt angreifen, bitte. Nein! Alter, das kann er gar nicht aktivieren. Aha! Also, wenn er jetzt nichts hat, dann haben wir jetzt gewonnen. Und das hoffe ich, dass wir gewonnen haben. Das dauert mir schon viel zu lange. Ja, wir haben gewonnen, Leute. Nein! Das war ein Fehler, wir haben gar nicht gewonnen. Scheiße, ich hab vergessen, dass er. Alter, der 100. Wir haben richtig hart verkackt. Nein, ist jetzt defekt. Es wird doch lange dauern. So voll Idiot. Hey, dein Ernst? Oh mein Gott. Hey, wir werden schon längst zu Ende. Nein, ich bin so ein Vollidiot. Okay, jetzt sie zerstört. Ich bin für deine Rechte, der nervt. Ach, noch eine Fallkarte, ey. Also wenn ich die Fallkarte von dem Deck sehe, ich schwör's, da wird mir echt schlecht. Ja, gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen.
Ah, neues Booster Pack, nice. Haust Geld nur, Alter, so wenig für so ein Duell. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Duell gefallen und yo, bis zum nächsten Mal. Ciao.